Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, der Fette mit den Ketten ist wieder hier, macht mir das Leben schwer. Ich hoffe jetzt mal, dass es hier der richtige Ruf ist. Aber ich muss ihn irgendwie austricksen. Kann mich auch hier nicht sehen, ey, ist so ein Witz, oder? Geh weg. Du kannst mich auch hier wirklich nicht sehen. Kann ich schon sagen. Hat er jetzt die Tür kaputt gemacht? Ja, es war perfekt. Jetzt durch. Jawohl! Wow. Wer ist er hier? Ich würde sagen, ist auch schon mal besser. Okay. Na, weg mit dir, du versperrst mir den Weg. Ja, Musik, chill ab. Wieder in der Bibliothek. Eine Akte. Vordringen in das Geistreich. Herr Lohner und Dr. Metrock, ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist, aber über das Versprechen der Zellregeneration und Geleiteten der Karzinogenisierung oder sowas. Hinaus bin ich davon überzeugt, dass Herr Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zum weiteren Experiment an Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unsere Sache in Deutschland eine größere Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Ja, der Dr. Rudolf Wernicke lebt leider nicht mehr. Dank mir. Ich
Ah, wir sind von hier gekommen, andere Seite sind wir jetzt. Ich will jetzt mal, hier geht's dann weiter. Was? The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Ich muss den Film sehen. Yes, coming! I'm coming! Ich muss einen Film sehen, und das kann interessant werden. Dann machen wir uns das doch. Aber hier geht's, glaube ich. Was gibt's denn hier noch Schönes? Da geht nichts mehr. Er hat auch schon bessere Tage. Die kaputte Kamera macht es mir jetzt irgendwie nicht einfacher. Okay, das ist schon der falsche Weg. Ach, da ist noch weiter. Ich verstehe jetzt Miles an dieser Stelle des Spiels nicht so richtig. Ich habe gedacht, er will ja aus diesem Scheiß hier entkommen. Die Frage ist, warum müssen wir jetzt diesem Vater und so folgen? Statt hier einfach so irgendwie, weiß ich, hier rauszukommen. Oh, spielt jemand echt gut Klavier. Ey, du hast auch gut gespielt, warum hörst du denn auf? Meine Batterien gehen so langsam wieder zugrunde, das ist gar nicht schön. Was hier ist jetzt die Tour, oder was? Okay, runter mit uns. Mal sehen, was kommt. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Okay, Clearance film up. Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed the proximity to death. To overwhelming madness.
Only a test subject who had witnessed an abhorrent was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay. Ich verstehe jetzt, ich fange an, das hier jetzt zu verstehen, so langsam. Er hat gesagt, man braucht eine Nähe zum Tod. Also eine krasse Angstzustand. Also wir sind jetzt hier der Motor für diesen Antrieb oder was? Oder der Antrieb für diesen Motor? Weil wir hier durchgejagt werden und halt in diese Angst verfallen. Mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie das mit dem Wallrider zusammenhängen soll. You have to find Vernicke. Only way. Das kriegen wir schon mal raus. Was gibt's denn hier erstmal? Fangen wir erstmal hier an. Die Tür lässt sich erstmal nicht öffnen. Nur eine Akte. Ah ja, Miles hat sich ja Notiz gemacht, hab ich auch noch nicht gelesen. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Lügen? Achso, hab ich auch noch nicht gelesen. Mein Gott. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sie sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlen. Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultura CIA denken. Bewusstseinskontrolle, das Summen hört nicht auf. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams ähnlicher Bruder. Es ist ein 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wenicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wenicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenische Antrieb, der Antrieb, den Film, den sie zeigen, er setzt sich in meinen Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinze und sehe Rohrschacht-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen, ich höre es in meinen Knochen. Alter, du sollst auch hier gleich bleiben, Alter. Am besten, die behalten Miles gleich hier. Ja, nicht mehr ganz dicht zu sein. Okay, die Tür geht auf. Na, haben wir da. Wobei ich meine Batterie. Sehr schön. So, und hier. Jackpot. Kann ich die nicht aufmachen? Ich fass das wieder nicht.
Wieso macht er mir jetzt die Tür vor der Nase zu und warum geht er jetzt die Treppe runter? Fragen über Fragen. So, wie komme ich jetzt da hin? Ja, kann eigentlich nur so wie es sein. Okay, jetzt einmal springen. Finde Vater Martin im dritten Stock. Das ist alles ein bisschen sehr einfach. Ich verstehe nicht warum. Ich frage nur, bis jetzt die Pace wieder anzieht. Okay, da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Also muss ich ganz wieder zurücklaufen. Warum ist hier das Blut? Was war das? Da Exit, hammergeil. Das war ja wieder sehr einfach. Den Shit hier auf. Ah ja, müssen noch zumachen. Ich krieg's hier nicht zu. Ach so, ja, super. Ich finde das sehr unhöflich. Einfach so die Tür vor meiner Nase zuzumachen. Die Tür ist zu. Oh, die Tür ist auf. Ich krieg so langsam echte Batterieprobleme. Echt hier versuchen, Batterien zu sparen, um das nicht zu knapp. Das scheint nicht Vater Martin zu sein. Okay, hier komme ich, könnte ich wieder raus, wie es scheint. Ich fühle mich gerade irgendwie sehr unbehaglich. Komme ich nicht weiter. So, vorletzte Batterie. Die Tür geht auf. So, was erwartet mich jetzt hier? Da geht's auch nicht weiter.
komme ich hier nicht durch? Eine Batterie bräuchte ich. Ja, bitte für besseres Fernsehen. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärische Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er was. Ich höre nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sandes. Ah, eine Batterie, jawohl. Ach ja, von da kam ich hin. Wo muss ich denn hin? Ja, da geht's auch nicht weiter. Da komme ich gerade her. Da komme ich nicht durch. Ah. Wie nehme ich jetzt hier alle an, oder was? Ich glaube, wir kommen uns langsam wirklich am Ende entgegen. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Natürlich nicht. Jeder betet hier. Okay, da komme ich auch nicht weiter, warte mal. Ah, erstmal eine Batterie einsacken. Okay, und dann mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich muss irgendwie das wieder übersehen haben. Da ist nichts. Hier? Scheint hier ein schlechtes Wetter zu sein, da. Hier in Osnabrück ist es gerade ganz angenehm. So, wollen wir uns das mal hier ansehen. Gott heißt, Gott hasst Krankheiten. Da bin ich auch kein Fan von. God always provides a way. Gott hasst Geld. Jetzt meinst du was? Tut ihm was?
auch wieder so komisch an. Ah, und hier sind wir jetzt bei Vater Martin. Sowas. What the fuck? Was kommt denn jetzt? Heilige Mutter Gottes. Ach ja, Notizen. Die Leiden, ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kann ich jetzt den Weg... Kenne ich jetzt den Weg? Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. So, jetzt geht auch Steps over hier. Gentlemen. So, ich mache hier mal einen kleinen Cut.